Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Angespiel. Draw a Stickman Epic. Epic 2 heißt das Spiel sogar interessanterweise. Ich weiß nicht genau, ob ich den falschen Teil erwischt habe, aber ich habe auf jeden Fall nur einen im Play Store gefunden. Ein Vorschlag eurerseits, vielen Dank dafür. Und wir werden gleich angeregt, ein Strichmännchen zu zeichnen. Dann werden wir doch mal ein Strichmännchen zeichnen. Ist mir das überlassen? Ja, das ist mir überlassen. Im Prinzip ist das ja auch ein Strichmännchen, ne? So, wir können, hätten auch theoretisch noch die Farbe auswählen können. Dann können wir hier mal sehen. Ja. Oder. Ach, ich hätte gern ein blaues Schwänzchen. So. Das ist mein. Stickman! Oh, hallo! Ich glaube, ich brauche einen Namen. Das soll übrigens eine Katze darstellen. Strichmann! Der. Heißt, ich gehe mal einfach random in die Kommentare rein und nehme den ersten Namen, den ich sehe. Bojan Topic. Bojan Topic. Let's go. Bojan Topic, du hast unter das Let's Play Swords and Souls Never Seen Part 10 einen Kommentar gegeben. Und du musst jetzt herhalten dafür. Ich habe eine Idee. Zeichne einen Freund für mich. Ich habe einen Stift erhalten. Und der trägt deinen Namen. Was haben wir denn da Schönes? Finde mich in Kapitel 2. Ach, mehr weitere Farben, ja. Und der Freund kriegt einen Riesenkopf mit Antennen. Und... oh, ein glatter, gerader Strich. Hallo. Sollte vielleicht die Beine hier unten enden lassen, oder? Let's go! Der Freund, er bekommt den Namen, der zweite, DK5. Ups. DK5. Warte, kann ich das in Großschreiben machen? Ja. DK5. Und der hat dann noch irgendwie so. Nee, hat er nicht. Alles klar. DK5 ist ein Alien und Bojan ist eine Katze. Farbe! Auch ein Dicke. War schön gewesen mit dir. Und bist du noch nicht tot? Ah ja. DK ist einfach der Schlüssel des Bösen. The Key, weißt du? DK5? Hinterher, schnell! Lass uns losgehen! Oh mein Gott! Schnell! Wir müssen unseren Freund retten! Oh nein! Schnell hinterher, ins Buch hinein! Draw a Stickman Epic 2. Ist die aktuelle Wiese... muss ich? Nö, kann ich nicht. Brauche ich nicht. Mhm, ne, das ist lol, wie hier sogar meine tatsächlich meine Männchen auf den Hauptmenü sind. Lol! Ist ja lustig. Ein Strich durch die Rechnung. Kapitel 1. Verdammt, bleib nicht schwarz! Mann! Come on! Muss ich hier einen Strich durch die Rechnung machen? Wäre lustig gewesen, wenn es sonst nicht weitergehen würde. Ah, seriously. Okay, let us try this again. Wenn man zu blöd zum Trinken ist. Und sich nass macht. Continue. Police. Police. Police! Ah, da ist es. Kapitel 1. Ein Strich durch die Rechnung. Um es nochmal zu wiederholen. Miau, miau!
Okay, das Spiel will nicht immer so richtig, ja. Kleine Anlaufschwierigkeiten, ist okay. Strich für Strich klickst. Ja, das sind DLC, muss man wahrscheinlich bezahlen. Draw Stigma Epic 2. Das Abenteuer, um DK5 zu stoppen. Das ist total kreativ, dieses Game. Holy. I love it. Und das ist übrigens ein Stift, der Ladebalken. Das ist auch voll süß. Okay, let us do this again. Ich hoffe, es funktioniert. Voll lustig. Wir haben erstmal einen grünen Stift haben wir bekommen. Du hast deinen ersten Stift gefunden. Du kannst deinen Blattstift benutzen, um tote Bäume wiederzubeleben. Voll lustig, oder? Vielleicht eine Blätter. Aber der ist ja am Leben, ne? Ich glaube, der ist nicht. Ah, hier. Okay, bringt mir das was? Ein Herz, aha. Nicht abstürzen! Nein, komm schon! Vierter Versuch. Ist vielleicht auf dem Handy an sich weniger das Problem möglich? Als das, wo ich es gerade spiele. Schwierig. Aber das ist eine gute Möglichkeit, um zu schauen, dass er wieder abstürzt, um zu gucken, wo er denn speichert. Ich mag es, wenn Spiele den Fortschritt in Echtzeit speichern. Ja, wie normalerweise, wenn ihr es kennt, oder Genshin Impact zum Beispiel, hat natürlich den Spielstand grundsätzlich immer in Echtzeit gespeichert, was ich extrem gut finde, ja. Aber hier, so wie ich es jetzt höre, sind wir wieder am Anfang und haben immer bestimmte Quick Points, Save Points. Ja. Mein. Weiß nicht, ob ich da rüberlatschen kann. Wie einfach mal Wolken erschienen sind. Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Sorry. Okay. Da kommt Oma Erna. Guck mal, das ist ein Gelbstift. Bitte den ganz. Hallo? Kann ich dich vielleicht bemalen, mein Freund? Du Lappen, ey. Dufa! Hallo? Das ist Bob, der Baumeister. Er hat kaputt gemacht. Er hat den Schlüssel in den Vulkan geworfen. Er hat alle Vögel verjagt und meine Maschinen kaputt gemacht. Er hat alle Pflanzen angesabbert und mein Schwert in den See geworfen. Dann hat er den Berg noch zu schmelzen gemacht und dann hat er meinen Stein kaputt gemacht und vor meinen Eingang gelegt. Okay. War schön gewesen mit dir. Das ist natürlich ganz gut, dass wir es nicht. Aua! Hallo, nicht mich. Du Horst. Ja, dummerweise muss ich den jetzt erstmal hier hinbringen, ne? Komm her. Komm her. Du Horst. Danke! Ich habe ein zerknülltes Stück Papier und das möchte ich dir gerne schenken. Und damit kannst du das Wasser wieder ganz viel machen. Das ist im Prinzip Magie. Oh, da kommt Opa Herbert, ey. Oh! Köchin Cecilia? Bauer Fred? Mit seiner hübschen Gießkanne und seinem 3-Tage-Bart? Ja. Ich würde ganz gerne ein Herz noch herzlich finden. Aber dieses Herz ist mir nicht vergönnt. Das ist sehr bedauerlich. Ich
gieß ein Bäumchen. Vielen Dank. Na, gerne. Was hast du für mich? Sei vorsichtig! Da kommt ein Arschmonster. Nein, doch nicht. Puff! Ey, ist ein richtiges, richtiges Storygame, das ist voll cool. Ey, die schenkt mir Herzcontainer! Gib her, meine Jute! Mich würde es natürlich stören, wenn ich jetzt, wenn das Spiel jetzt wieder crashen sollte, mal rein hypothetisches crasht. Alter, wie geil. Du hast deinen ersten Herzkristall gefunden. Sammle weitere Herzkristalle, um mehr Leben zu halten. Ist das geil, oder? Ist das geil oder ist das geil? Alter, wie geil ist das denn? Ich glaube, daraus machen wir ein ganzes Let's Play, oder? Das Ding ist als Kackehaufen geendet. Alter, das ist ja Zelda, Mann. Das ist ja voll cool. Kann ich da runterfallen? Nö. Ah ja, hier ist das Blatt Papier. Ja, danke. Das, was wir in Kapitel 1 wahrscheinlich finden sollen. Kapitel 1 abgeschlossen. Ich habe einfach mal nichts gefunden, scheinbar. Ah, das ist ja mies. Ich bin ja einfach nur ein absoluter Lappen. Hä, aber da oben war doch noch ein Schlüssel gewesen, oder kriege ich den noch? Ah, ist wieder schwarz. Ach, das ist aber schwierig, ein Let's Play davon zu machen, wenn das ständig rumbuggt. Ah, ich habe aber noch ein Update für BlueStacks, gibt's auch noch. Ja, tatsächlich, Ah, ist schwierig, schwierig. Ah, das Spiel macht Spaß, muss man schon sagen, oder? Also es macht wirklich Laune. Ah, sag mir nicht, dass ich Kapitel 1 wiederholen muss. Nee, geht gar nicht. Ich hab's ja gespeichert. Ja, okay. Ja, das haben wir gerade gehört. Die Steine wandeln sich um. Wir kriegen ein Buch mit einer Spitzhacke. Scheinbar, denke ich. Und das wird Kapitel 2 sein. Wahrscheinlich können wir eine Spitzhacke jetzt malen. Oder wir kriegen das Spitzhackensymbol. Schlag auf das Buch. Wir gucken in die weiße Ferne. Ach, Mensch, es ist buggy, Leute. Ah, no. Ich muss es wieder neu starten. Ah, es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Aber wir haben zumindest das erste Kapitel geschafft. Das war cool. Das war total lustig. Wir hätten noch 2 Puzzleteile und 2 von diesen Gremlins finden können. Hätten wir alle Bäume dafür zeichnen müssen? Erstmal schöne Shooter-Werbung hier. Hätten wir dafür alle Bäume... Könnte ich hier auch noch irgendwie vorher überspringen? Danke. Hätten wir dafür alle Bäume bemalen müssen? Ah ja, hier haben wir übrigens die Auswahl. Sehr cool, sehr gut. Hier haben wir zum Beispiel das Ding bekommen, aber die beiden fehlen. Was haben wir hier? Die Puzzleteile, nur von 14 Puzzleteile gefunden. Und hier haben wir... Ach guck mal, wir können neue Strichmittel machen, das ist ja cool. Wir haben auch neue, wir können auch verschiedene Feinde machen. Holen, zeichnen, what? Achso, da kann man sich wahrscheinlich verschiedene gut gemachte Stickman-Grafiken. Lassen Sie doch mal angucken. Die andere gemacht haben, weißt du? Die man sich im Prinzip holen kann. Alter, Alter, wie gut das aussieht, oder? Deadpool bei Neffy. Wir können sogar Pikachu nehmen. Oder ein Megablade. Alter, was die Leute sich da für Mühe gegeben haben.
Holy moly. Nicht schlecht. Slimy Key, wahrscheinlich von Kingdom Hearts. BMO aus Bloons Adventure Time Tower Defense, lol. Also hier kann man sich verschiedene Grafiken holen, wo sich andere Leute wirklich Mühe gegeben haben beim Zeichnen. Ich könnte theoretisch meins wahrscheinlich auch teilen, ja. Ich glaube aber, vielleicht wollen die Leute das nicht haben. Wer weiß das schon. Ja, cool. Ist wieder gecrashed, oder? Ach, ist das bedauerlich. Ich würde es ja gerne weitermachen, aber es ist leider tatsächlich... Also, ich würde gerne weiter es zeigen, aber es ist tatsächlich aktuell aus gegebenem Anlass, wie ihr seht, nicht möglich. Aber ich würde mir einfach mal so ein bisschen die Resonanz für dieses Spiel angucken. Vor allem finde ich gut, dass wir diese Kapitelauswahl jetzt haben. Die hatten wir gerade nämlich nicht gehabt, ne? Wir haben auch wieder einen Herzcontainer. Jedes Mal ein Herzcontainer, das ist ja geil, ey. Aber es ist schon, ich würde ganz gerne wissen, was in dem Buch drin steht. Da bin ich noch neugierig. Die Einöde. Da bin ich tatsächlich noch neugierig. Da interessiert. Ja, da ist zum Beispiel die Seite, die ich finden muss. Ja. Ja, da haben wir den Spitzhackenschutz, dachte ich mir schon. Ach, das Buch ist das, was wir gerade gefunden haben. Zeichne eine Spitzhacke. Ach Gott. Ach Gott. Okay, wir machen es wie Minecraft. In Minecraft konnten wir oder mussten wir legen. So. Ich glaube, die waren so schräg gewesen, ne? Dann im Prinzip. So. Nee, stopp. Eisenbarren. Wir sind eine Eisenspitzhacke. So. Okay. Das ist unsere Spitzhacke. Unsere Spitzhacke nennen wir. IGKI1 Lehrhase. Ah, Hase, es tut mir leid, ich muss deinen letzten Buchstaben leider killen. Okay? Ist das in Ordnung? guckt euch eine Spitzhacke an, die ich da habe. Ah, das Spiel ist schon super launig, oder? Das ist eine super Zeichnung, finde ich auch. Warum zeigst du sie nicht herum, indem du sie in einem Sketchbook auswärts auf Teilen tippst? In der Community von Epic 2 kannst du andere geteilte Zeichnungen finden und sie in deiner Welt benutzen. Wenn du das erste Mal etwas auszeichnest, bekommst du ein besonderes Geschenk von uns. Warte, da will ich aber den hier teilen. Lass den hier teilen. Mit der Community teilen. Ich brauche wahrscheinlich einen Account dafür, oder? We have saved the drawing, but in order for it to be displayed in the gallery, you must log in. Okay. Wir müssen tatsächlich einloggen, damit sie in der Galerie angezeigt wird. Ah, tut mir leid, Bojan. Du bist zwar hochgeladen, aber du bist in der Cloud. Dein Gedächtnis ist in der Cloud. Du kommst ja jetzt auch nicht mehr weg. Ah, das war ein echt lustiges Spiel, muss ich sagen. Also, wie gesagt, ich gucke mir erstmal die Resonanz an dem Spiel an. Ich werde Bluestacks bei der Gelegenheit gleich mal updaten. Vielleicht liegt es ja da, ich halte es für unwahrscheinlich, aber man kann ja nie wissen. Wenn es ein Update gibt, sollte man updaten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke auf jeden Fall für diesen Vorschlag von diesem unglaublich schönen Spiel, Draw a Stickman Epic 2, das Abenteuer, um DK5 zu stoppen. Wie gesagt, ich gucke auf die Resonanz, ich bin auf eure Meinung gespannt und dann... dann sehen wir uns beim nächsten Angespiel wieder. Danke fürs Zusehen, Leute. Ciao, ciao.